Present for the YouTube channel Blunt TV presents. And if legalization is the right thing for you, who no feel like going to the site legalize that EU. And lie me, I tell ya, you know, say it's true. Blunt TV is the most blunted channel on YouTube. Hallo Leute, wir sind jetzt hier mitten am Brandenburger Tor, wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt. Hier ist richtig viel Sau los. Heute ist hier Karneval der Kulturen und ich mache mich aber jetzt noch schnell auf den Weg in den Bundestag und möchte da gerne den Hans-Christian Ströbele interviewen. Der hat mich eingeladen und ich denke, es wird ein interessantes Gespräch für euch. Hört's mal rein und gebt eure Kommentare nachher wie immer darunter. Ich würde mich freuen, wenn gut Kritik kommt oder auch was anderes. Viel Spaß jetzt dabei und viel Spaß in Berlin. Schöne Stadt hier. Liebe Leute, ich bin jetzt hier in den Bundestag gelangt auf die Einladung, herzliche Einladung von Herrn Ströbele von den Grünen und ich freue mich sehr, dass Sie mir die Möglichkeit geben, mal Sie persönlich kennenzulernen und Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Hallo erstmal. Können Sie mal so ein bisschen erzählen, wie die Grünen jetzt zu dem Thema Cannabis, auch Cannabis als Medizin stehen, was so der aktuelle Stand der Dinge ist in Ihrer Partei? Können Sie dazu was sagen? Ja, die Grünen sind seit ihrer Gründung für die Entkriminalisierung von Marihuana und Cannabis. Wir haben dazu Parteiprogramme, wir haben dazu Anträge in den Parlamenten, auch im Bundestag. Und wir haben auch in dieser Legislaturperiode wieder einen Antrag gestellt, dass Cannabis als Medizin zugelassen wird, dass das möglich gemacht wird, dass man das dann über die Apotheken bekommen kann, für alle die Menschen, die da aus gesundheitlichen Gründen drauf angewiesen sind. Haben Sie eigentlich das Gefühl, oder man hört ja auch viel so als Bürger, dass so durch Koalition teilweise wieder ein bisschen was zurückgegangen ist an Forderungen? Oder glauben Sie, sind die da eher zu überzeugen, die anderen, dass die da mitmachen bei sowas? Also in den anderen Fraktionen, wohl auch in den Parteien selber, ist es so, dass es auch sehr viele gibt, wenn man mit denen außerhalb des Plenums redet, dann sagen die auch, das ist Unsinn, dass das alles so kriminalisiert ist. Der SPD, in der FDP gibt es ja sogar Beschlüsse dazu, also Parteigremienbeschlüsse, bei den Linken sowieso. Das heißt, eigentlich gibt es da ein sehr breites Umfeld, das hinführen könnte zu einer Legalisierung. Aber all die trauen sich nicht, das offen zu sagen, öffentlich zu sagen oder gar Anträge dazu zu stellen. Es gibt eine ungeheure Furcht, vor allen Dingen bei den Parteioberen, dieses Thema überhaupt Drogen anzusprechen, weil man befürchtet, dass man dann eine Bildzeitungsschlagzeile wert ist, auch der Politiker X oder Y oder der Parteivorsitzende und so, will unsere Kinder den Drogen aussetzen oder vergiften oder ähnliches. Da sind dann die schlimmsten Stories vorstellbar. Ich wehre mich da immer dagegen, ich sage es auch öffentlich, ich rede auch im Deutschen Bundestag immer wieder klar für eine Legalisierung, ich nenne das meistens Hanf, aber es ist natürlich Cannabis und Marihuana, und mache den Kolleginnen und Kollegen dann auch immer heftige Vorwürfe, ich mache sie zum Teil auch an, wenn sie dann zum Rauchen nach draußen gehen, also offenbar in ihrer Sucht da frönen. Oder wenn sie
Alkohol zu sich nehmen, alkoholische Getränke zu sich nehmen oder gar sich verabschieden. Wir fahren jetzt am Wochenende zum Oktoberfest nach München und da wird 3 Tage so richtig mal gesoffen. Dann kommen sie wieder und erzählen, dass sie sich keinen mehr richtig erinnern, weil sie so viel getrunken haben. Und dann sage ich immer, das ist doch absurd. Ihr macht Propaganda und frönt Drogen, die viel gefährlicher sind, als das bei Hanf der Fall ist. Und deshalb seid ihr irgendwie schizophren. Ich habe gestern auch noch so in einer Gaststätte gesessen, wo mir auch erzählt wurde, was alles in Berlin eigentlich durch Alkohol gesponsert wird. Also wie viele Partys und so eigentlich laufen, die durch Getränkefirmen bezahlt werden. Und da sagt komischerweise keiner was. Jetzt wollte ich noch mal kurz fragen. Das ist noch viel absurder. Bis vor, glaube ich, bis zum letzten Jahr wurde europaweit der Anbau von Tabak mit Millionen, hunderte Millionen Beträge, ich glaube 320 Millionen gefördert. Gleichzeitig läuft eine Kampagne der Justiz manchmal auch, aber der Gesundheitsministerin, Finger davon, ist schädlich, Anti-Raucher-Kampagne und so. Das ist so absurd in diesem Bereich, weil natürlich riesige Geschäftsinteressen daran mitwirken, den Alkohol oder alkoholische Getränke möglichst viel zu verkaufen, deshalb dafür Werbung zu machen. Und genauso ist das mit Zigaretten. Da gibt es natürlich ungeheure Erfolge jetzt der Gegner, die das Verbot des Rauchens in Kneipen, in öffentlichen Einrichtungen und so weiter durchgesetzt haben, aber das ist ja noch lange nicht zu Ende. Der Rückgang der User von Tabak ist ja immer noch relativ gering. Mir geht es jetzt darum, ich bin auch selber Patient, Cannabis-Patient und wollte wissen, ich höre mal, man hat sich ja schon öfter debattiert, mit der Frau Merkel auch, und sie hat mal so ein Argument gebracht, wie wir erlauben unserem Volk schließlich schon Tabak und Alkohol und jetzt werden wir nicht auch noch zulassen, dass die sich mit Cannabis betäuben. Und jetzt ist mal meine Frage, wie ist Ihre Meinung dazu zum Thema Freiheit? Wie frei sollte ein Mensch überhaupt sein? Oder demnächst wollen sie uns vielleicht Tomaten verbieten? Oder wie, wo fängt es an, wo hört es an? Ja, es gibt schon einen Unterschied. Also das eine sind auch suchtmachende Stoffe, die auch schädlich sind, auch Hanf, das sage ich. Schädlich, rate auch niemand zu, das zu nehmen. Nur ich finde es eine der größten Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft. Da werden sich spätere Generationen an den Kopf fassen und mit dem Kopf schütteln und sagen, das glauben wir gar nicht, dass das über 100 oder 150 Jahre so gewesen ist in einem angeblich zivilisierten und demokratisierten rechtsstaatlichen Europa. Dass auf der einen Seite die viel gefährlicheren Drogen, Alkohol und Zigaretten, an der alleine in Deutschland jedes Jahr über 100.000 Menschen sterben an den Folgen dieser Sucht. Das darf überall, ist gesellschaftlich akzeptiert, darf gefördert werden. Und bei Cannabis ist sofort der Staatsanwalt auf der Platte und ich habe den letzten Mandanten, den ich verteidigt habe als Strafverteidiger, das ist jetzt schon einige Jahre her, der hat nichts anderes gemacht, als bei sich zu Hause in der Einzimmerwohnung im Bad Hanfpflanzen anzubauen, weil er magenkrank war und das brauchte für sich. Der hat 8 Monate bekommen. Also es ist unfassbar. Und mich als Mensch, der sich immer schon für soziale, aber auch andere Gerechtigkeit eingesetzt hat, ist das überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man das rechtfertigen kann. Das kann man nur damit rechtfertigen, dass bis hin zum Spiegel immer wieder riesige Geschichten erscheinen, dass wie gesundheitsschädlich Cannabis sein kann. Das mag ja sein, dass es auch gesundheitsschädlich ist, aber im Vergleich zu den anderen Drogen sind da Welten dazwischen. Mich interessiert immer die Freiheit bei der Sache. Ja. Sollte man da eigentlich jetzt noch mehr Verbote, noch mehr Regeln schaffen? Ist das sinnführend, wie man das in den letzten Jahren sieht? Oder sollte man nicht eher sagen, die Gesellschaft kann sich vielleicht zumindest so lange und keinen anderen Schaden zufügt,
doch soweit selber bevormunden. Wo soll die Freiheit hingehen? Eher mehr Verbote oder eher freier? Wir natürlich, also wenn man jetzt mal ganz abstrakt das betrachtet und sagt, da gibt es Stoffe, die Menschen zu sich nehmen und das bringt körperliche Schäden, Gesundheitsschäden mit sich, kann man abstrakt sagen, eigentlich sollten die das nicht dürfen. Aber erstens hat man das ja versucht. Also die besten Beispiele ist die Prohibitionszeit, etwa in Chicago, wo man die Erfahrung gemacht hat, dass man es letztlich nicht verbieten kann, sondern indem man es kriminalisiert, schafft man eine kriminelle Szene, in der unendlich schwerere andere Verbrechen, Mord, Totschlag, Erpressung, Vergewaltigung und sowas alles blüht. Und schon deshalb darf man das nicht machen. Also eine kriminelle Szene durch die hohen Profite, die damit erwirtschaftet werden können, denen öffnet man Tür und Tor und fördert sie geradezu. Aber ich gebe Ihnen auch recht, wir nehmen so vieles in unserer Umwelt zu uns, wo wir auch nicht genau gucken, ist es nur mehr gesundheitsfördernd oder gesundheitsschädlich. Auch Nahrungsmittel wissen wir ja vieles. Oder an anderen Genussmitteln. Oder wir nehmen zu viel zu uns, etwa von Zucker oder von Fett und so weiter. Und werden dadurch unendlich krank, manchmal sichtbar krank. Oder wir nehmen zu wenig zu uns. Also das menschliche Leben auf diese Weise zu dirigieren und zu sagen, die müssen alle perfekt gesund sein und wir sichern das durch Strafrecht ab, ist natürlich Blödsinn. Deshalb muss man sehen, wie kann man auf die Gefahren aufmerksam machen, genauso wie man jemanden rät, also jetzt nicht nur Zuckerwaren zu essen, nicht nur bei McDonald's zu essen, sondern auch mal ein frisches Gemüse oder Erdbeeren oder Spargel. Da genauso soll man die Menschen auch aufklären, was gesund ist und was nicht gesund ist. Aber letztlich bleibt es die menschliche Entscheidung. Weil die Menschen dürfen nach unserer Gesetzeslage sich mit einer Schere, mit Tattoo die Haut verletzen, dürfen sich schädigen, dürfen alles Mögliche mit ihrem Körper machen, solange sie noch Herr ihrer Sinne sind. Sonst werden sie entmündigt und kriegen Betreuer. Aber machen das und geschieht ja Millionen, Milliardenfach jeden Tag auf der Welt, dass da Unvernunft ist und da soll der Staat sich eigentlich raushalten und soll nur bei den Sachen sagen, also wie zum Beispiel bei Schusswaffen und sowas, das sollen die nicht bei sich haben, weil sie damit auch eine Gefahr für andere sind. Das ist der entscheidende Gesichtspunkt, den Sie auch genannt haben. Wo ist das Verhalten eines Menschen, wenn er mit sich was anfängt, so gefährlich, dass das andere, die das gar nicht wollen und damit in ihrer Gesundheit oder gar in ihrem Leben bedroht wird. Das sollte eigentlich der Maßstab sein. Schöne Antwort. abschließend noch zwei Fragen und zwar, viele Leute sind verwirrt, Wahlfrustrierte, sagt man auch. Ja, die fragen mal, wen soll man überhaupt noch wählen? Die versprechen uns immer vor der Wahl und nachher wird irgendwie wieder nur geredet und wieder nichts gemacht. Was sagen Sie als langjähriger Politiker? Jetzt so, was würden Sie mir persönlich vielleicht empfehlen als Cannabiskonsument? Wen soll man eigentlich noch wählen? Oder ich würde mal sagen, ich kenne Ihre Antwort wahrscheinlich, aber. Nein, Sie haben natürlich recht. Es wird nirgendwo so viel oder fast nirgendwo so viel gelogen wie in der Politik und wie in Wahlkämpfen. Es werden alle möglichen Versprechungen gemacht. Ich finde es ja richtig und wirke auch dabei mit, dass man sagt, wenn wir die Politik bestimmen, dann halten wir das und das für richtig und führen die Steuererhöhung oder Steuersenkung ein oder legalisieren Cannabis oder legalisieren nicht, verbieten es und so weiter, dass man das vorher vor der Wahl sagt. Aber man muss natürlich den Wählerinnen und Wählern auch sagen, in einer Demokratie, in einer Gesellschaft wie bei uns, heißt das nicht, wenn ihr die Grünen wählt oder wenn ihr den Ströble wählt, dann wird das auch mit Sicherheit umgesetzt. Oder auch, wenn die jetzt in eine Koalition gehen, dann werden sie da nur reingehen, wenn all das umgesetzt wird. Dann kommt nie eine zustande, weil häufig ja die Forderungen sich widersprechen und dann könnte man überhaupt keine Regierung bilden. Das heißt, man muss ihnen auch vorher mal sagen, wir werden uns dafür einsetzen, wir finden das richtig, werden das unser Möglichstes tun, aber gleichzeitig sagen, natürlich wird all das, was hier steht,
nicht schwarz, so schwarz auf weiß dann nachher in einem Gesetzeswerk stehen, umgesetzt werden. Das heißt, man muss ein bisschen mehr sich an die Wahrheit halten und muss die Leute darüber aufklären. Und genauso ist das jetzt mit der Forderung, wen soll ich wählen? Da kann ich nur sagen, im Augenblick sehe ich, die Linken sagen sowas ja auch, aber ein bisschen zurückhalten, weil das, glaube ich, bei denen nicht so verankert ist in ihrem Klientel und in ihrer Mitgliedschaft. Von der Spitze wird das auch immer wieder gefordert, dass es doch bei den Grünen die Forderung nach Legalisierung, mindestens nach Entkriminalisierung, ist ja ein bisschen weniger, Entkriminalisierung von Cannabis, vor allen Dingen jetzt für den Gesundheitsbereich, die Forderung da gut aufgehoben ist. Was überhaupt nicht heißt, wenn es zu einer Koalition kommt, dass das dann 1:1 umgesetzt wird. Leider nicht. Also wir können dann reingehen. Weil es einfach komplizierter ist wahrscheinlich. Nein, weil die anderen ja auch zustimmen müssen. Und wenn die SPD beispielsweise als Koalitionspartner sagt, nein, mit uns nicht, dann werden wir voraussichtlich die Koalition nicht alleine an dieser Frage scheitern lassen. Ich habe ja selber einer rot-grünen Koalition angehört, also als die Grünen mit der SPD an der Regierung waren. Und ich erinnere mich daran, natürlich auch an meine eigenen Wahlzusagen. Ich bin häufig zu meinen Kollegen von der SPD gegangen. Da gab es immer so Treffen, wo man sich über das, was mache ich jetzt politisch gemeinsam, unterhalten hat. Da habe ich dann eingebracht, wir müssen auch im Bereich von Drogen mal was machen und Cannabis und so. Da war einfach die Situation so, dass die überhaupt nicht mehr weitergeredet haben darüber. Ne? Es war ein absolutes Tabuthema. Gut, ich habe das dann pflichtgemäß immer wieder versucht, aber natürlich hätte auch meine Fraktion und meine Partei nie gesagt, wenn diese Forderung von Ströbel oder von uns allen da nicht durchgesetzt wird, dann gehen wir jetzt aus der Koalition raus. Sondern man muss dicke Bretter lange bohren. Das heißt, man muss eine Bereitschaft auch in der breiten Basis, in der Bevölkerung, aber auch in den Parteien dazu werben, nicht? Und ihnen das klar machen, dass sie brauchen ja auch nur zu ihrer eigenen Meinung stehen, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, ist in allen Parteien die Erkenntnis, gerade derer, die selber mal geused haben, die gibt es in allen Parteien, die vielleicht sogar immer noch auf irgendeiner Party auch mal einen Joint rauchen oder sonst irgendwas zu sich nehmen, was Droge ist. Ich tue das nicht, ich lebe drogenfrei, aber ich sage, die muss man mobilisieren, dem muss man Mut machen und man muss eine öffentliche Meinung herstellen, dass das nicht total verteufelt wird, sondern als eine ganz normale Reform in der Gesellschaft sein muss, die kommen muss und die, so sage ich das, kommen wird. Die Frage ist, wann. Daran arbeiten wir. Ich habe noch mal eine abschließende Frage. Und zwar nehmen wir mal an, morgen wäre die Demokratie abgeschafft und Sie wären König von Deutschland. Wie würden Sie an die Sache jetzt rangehen? Nur mal mit dem Thema. Würden Sie da ein Versuchsgebiet machen? Würden Sie sagen, ich würde nur entkriminalisieren? Würden Sie sagen, was wäre Ihre Lösung? Wie würden Sie damit umgehen dann? Also König will ich mir nicht vorstellen, weil ich da gar nicht dafür bin. Ich würde die Krone ablehnen. Da hänge ich doch zu sehr an anderen Regierungsformen. Das muss nicht genau die Art von Demokratie sein, die wir jetzt haben, aber da gibt es ja auch noch andere Varianten. Nein, ich würde auf jeden Fall mich dafür einsetzen, dass erstmal die Strafbarkeit wegfällt. Außer bei denen, die Menschen zu Drogenkonsum verführen. Da finde ich, auf welche Weise auch immer, oder gar erpressen oder abhängig machen oder sowas. Das denke ich, wo der freie Wille eingeschränkt wird, ist auch der Staat aufgerufen, was dagegen zu tun. Aber erstmal entkriminalisieren und dann legale Möglichkeiten schaffen, also wie zum Beispiel, dass man sagt, das wird über kontrollierbare Stellen abgegeben. Das müssen nicht Apotheken sein, das können auch Drogerien sein. Die sind ja vom Namen her geradezu vorgesehen dafür. Cannabis Social Club sein? Nein, man muss dann natürlich auch sehen, dass das in irgendeiner Weise noch gesteuert wird. Das ist vor allen Dingen anders, als das ja heute bei Alkohol und Zigaretten ist, dass möglichst Kinder und Jugendliche da nicht drankommen. Sondern, obwohl ich weiß, dass sie das
trotzdem versuchen werden, das haben wir alle gemacht in der Schule, beim Rauchen oder bei allen möglichen anderen, aber das soll man nicht fördern, indem man das legal abgibt, möglicherweise. Also so sollte man das machen, und zwar jetzt nicht nur, dass man die Frau oder den Mann an der Kasse sagt, pass mal auf, wer hat das jetzt gekauft, lass dir da einen Ausweis zeigen und mach das, das wird sowieso nicht gemacht, auch beim Branntwein nicht oder bei Zigaretten schon gar nicht. Und das würde ich anders regeln. Es muss also irgendeine kontrollierte Abgabe sein. Aber ich bin auch dafür, dass man natürlich den Leuten, die das zum Beispiel zu Hause in ihrem Garten anbauen wollen, dass man auch diese Möglichkeit natürlich schafft. Dass man nicht abhängig wird, dass das irgendwo aus Marokko oder aus Afghanistan oder sowas hierher gebracht wird. Vor allen Dingen, das vielleicht zum Abschluss, in meinem wirklich jetzt jahrzehntelang Einsetzen für die Legalisierung, habe ich natürlich unendlich viel über Hanf gelernt. Und ich bin jetzt nicht richtig vorbereitet auf dieses Interview, sonst hätte ich meine Hanfhose angezogen und hätte meine Hanfjacke angezogen, das habe ich alles, oder meine Hanfschuhe und hätte mir heute Morgen mit Hanfzahnpasta die Zähne geputzt. Und so. Also ich weiß, dass das eigentlich eine Nutzpflanze ist, die in Europa heimisch ist, die in den USA heimisch war und wahrscheinlich auch immer noch heimisch ist, die sogar in anderen Produkten, wo man das gar nicht vermutet, bayerischem Bier zu Hause ist, und dass man die rücksichtslos kriminalisiert, wenn man den Kindern gleichzeitig Märchen vorliest, in dem von einem Hanfkittel die Rede ist oder von einem Hanfseil die Rede ist, da fragen die, was ist das eigentlich? Was ist das für eine Pflanze? Gibt es das nur in Südafrika? Oder? Das gab es im Odenwald, das gab es im Schwarzwald, das gab es in Deutschland überall. Und das ist einfach albern, Leute zu bestrafen, weil sie so eine Pflanze anbauen. Ich weiß jetzt gar nicht, wird eigentlich in Deutschland Hanf für Bauern und für Herstellung von Materialien, 50.000 gibt es ja mittlerweile, wird das irgendwie subventioniert, dass es vielleicht mal billiger wird wie Baumwolle oder so? Nein, Hanf ist natürlich eine unheimliche Nutzpflanze, gerade im Baubereich kann man das sehr, sehr gut anwenden. Bei der Hose habe ich immer noch das Problem, dass sie sehr leicht außer Fasson gerät, ja. Also da muss man das mit was anderem verstärken, ja. Aber gefördert, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ich glaube nicht, dass das der Fall ist, aber das sind ja alles Hanfsorten, ich sage mal, die kastriert worden sind. Ja, aber ich meine allein, ich sage mal, wenn ich jetzt ein Baumwoll-T-Shirt aus Amerika kaufe, das kostet mich 10 Euro und wenn ich ein Hanf-T-Shirt haben will, dann kostet mich das 30 Euro. Und ich denke mal, wenn die Bauern doch ein bisschen mehr mit Hanf subventioniert würden, brauchte man doch gar nicht mehr so viel importieren, das wäre doch auch eine tolle Sache. Natürlich, ja. Also, dass man das fördert, ich bin bei Agrarsubventionen sehr zurückhaltend. Okay. Es gibt genug, was man in Deutschland anbauen kann und was hier auch gut wächst. Ich glaube, Hanf wächst hier auch sehr gut und sehr schnell, was man nicht subventionieren soll. Und ich bin immer dagegen, dass man im europäischen Maßstab, auch im Weltmaßstab, durch künstliche Geldzugaben, also das sind ja Subventionen, bestimmte Produkte in Deutschland hier praktisch zum Anbau, den Anbau fördert oder gar zum Anbau zwingt geradezu, wenn damit in anderen Ländern der Anbau dieser Pflanzen, die diese Subventionen nicht haben, kaputt gemacht wird, wo das dann natürlich auch exportiert wird. Wir haben ja nur den freien Handel überall. Deshalb sollte man in jedem Land das anbauen, was da gut wächst. Und da können wir uns in Deutschland überhaupt nicht beklagen angesichts des vielen Regens, der überwiegend guten Böden, und da soll das angebaut werden. Und bei Hanf wäre das sicherlich viel weniger das Problem, wie zum Beispiel bei Mais oder so, was ja sehr stark subventioniert und auch mit Dünger hochgezogen wird, was bei Hanf, soweit ich sehe, gar nicht erforderlich ist. Herr Schrübel, ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit und dass Sie für Blunt TV mal kurz ein Video gegeben haben, ein Interview. Ja, gerne, wenn es hilft. Vielleicht sind wir dann schon in der nächsten Legislaturperiode in der Lage, die Stimmen zu zählen aus den verschiedenen Fraktionen, die da vielleicht
ganz unbemerkt dann ihre Hand heben. Also Sie sagen, auf jeden Fall sollte man wählen gehen und auf jeden Fall haben die Leute, die Konsumenten und Patienten sind, auch noch einen Grund, die Grünen zu wählen, dass die noch dahinter stehen. Ich kandidiere für die Grünen und halte immer noch bei vieler Kritik, die ich in einzelnen Punkten habe, für die Partei, die sich am ehrlichsten für solche Forderungen dann auch einsetzt, natürlich auch andere. Und ich nehme aber keinem übel, der jetzt seinen Bundestagskandidaten oder Kandidatin fragt im Wahlkreis, wie halten Sie es eigentlich damit? Und der dann sagt, ich mache meine Wahlentscheidung nicht nur, aber auch davon abhängig. Ich glaube, das würde schon sehr dazu beitragen, dass die Kandidaten auch immer mehr dazu kommen, wenn sie von vielen gefragt werden, dass sie sich auch outen, dass sie eigentlich dafür sind. Genau. Und deswegen ist unser Tipp wie immer, Leute, tut es euch mit Vereinen, mit Verbänden zusammen, wendet es euch an eure Abgeordneten, sprecht sie einfach an, schreibt sie per E-Mail an und ich denke mal, das wird auch eine Veränderung bringen und ja, die Zeit ist mit uns. Danke, Herr Ströbel. Okay. Wiederschauen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch Hochachtung vor der zahlreichen Teilnahme an der Diskussion. Ich fange an mit einem Zitat von Dr. Gassmann, dem Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, die den größten Teil der Suchtkrankheitenhilfe vertritt. Zitat: Nach so vielen Jahrzehnten ergebnisloser Diskussionen sind wir nicht mehr an Glaubenssätzen, Meinungen und Allgemeinplätzen zur Prohibition interessiert. Wir erwarten Beweise. Für die Vorteile von Prohibition wurde noch kein einziger vorgelegt. Diejenigen dagegen mehren sich von Jahr zu Jahr, die dagegen sprechen. Ob uns das gefällt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, es sei denn, Suchtpolitik wäre eine Geschmacksfrage. Zitat Ende. Ich denke, die deutsche Suchtkrankenhilfe steht nicht in dem Ruf, die Risiken psychoaktiver Substanzen zu verniedlichen. Und das machen wir auch nicht. Aber was Dr. Gassmann und auch wir einfordern, ist nichts weniger als eine sachliche und faktenbasierte Auseinandersetzung mit den Folgen der herrschenden Drogenpolitik für Konsumenten und für unsere Gesellschaft und im Übrigen auch für andere Staaten. Stattdessen erleben wir ideologische Ablenkungsmanöver und ein Teil von dem ist heute auch zur Sprache gekommen. Nämlich da geht es dann um die Frage, ist der THC-Gehalt gestiegen, ist Cannabis eine Einstiegsdroge, dient Drug-Checking der Förderung des Drogenkonsums? Mal abgesehen davon, dass man all diese Fragen faktenbasiert klar verneinen muss, finde ich sie im Kern irrelevant. Und das ist das, worauf es mir ankommt. Wir müssen da grundsätzlich drüber diskutieren. Sie sind irrelevant. Weil die eigentliche Kernfrage lauten muss, was müssen wir tun, um die Folgen riskanter Formen des Drogengebrauchs für den Einzelnen und die Gesellschaft zu minimieren? Also nicht Drogengebrauch ja oder nein, sondern riskanter Drogengebrauch ja oder nein. Das ist die Frage. Sicher ist die von Union, FDP und, wie ich heute auch gehört habe, von der SPD befürwortete Drogenprohibition und Repression als Antwort und Lösung gänzlich ungeeignet und gestrig. Es gibt keinen einzigen seriösen wissenschaftlichen Beleg für den Nutzen der Prohibition. Wir wissen das auch aus der Geschichte, aus der amerikanischen beispielsweise. Stattdessen wird mit der Prohibition ein Schwarzmarkt geschaffen, auf dem keine Regeln gelten und die roheste Form eines Marktes existiert. Dort gibt es eben keinen Jugendschutz, keine Öffnungszeiten, keinen Verbraucherschutz, keine Preisregulierung. Findet alles nicht statt. Nur in einem legalen Markt mit vernünftiger Regulierung der Substanzen können Sie die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Schäden verringern. Prohibitive Politik schafft zusätzliche Risiken und kriminalisiert die Konsumentinnen und Konsumenten. Mit schlimmen Folgen häufig gerade für junge Menschen. Und auch mit erheblichen Folgen für unsere Gesellschaft. Denn mehr als 2/3 der gesamten drogenbezogenen Ausgaben des Staates werden für repressive Maßnahmen ausgegeben, gehen in die Verfolgung von Konsumentinnen und Konsumenten. Und dadurch fehlt es beispielsweise an Geld für Prävention und für Hilfsangebote.
Die repressive Säule unserer Drogenstrategie erreicht das angestrebte Ziel überhaupt nicht. In Deutschland nicht und in Europa. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, dass es eben auch ein internationales Problem ist, die Drogenpolitik. Denn, sagen wir, am Beispiel verschiedener Staaten wird die Stabilität von Staaten und elementare Menschenrechte gefährdet und eingeschränkt. Beispiel Mexiko mit 50.000 Toten im Drogenkrieg. Beispielsweise Korruption und Drogenkartelle in Kolumbien, die den Staat zerstören. Und ähnliche Entwicklungen gibt es in Brasilien, Kenia und in anderen. Ich frage Sie, wollen wir auf diesem Weg immer weitergehen? Ich glaube, die Antwort der beiden hier vorliegenden Anträge von Grünen und Linken auf diese Frage ist ganz klar. Nein, so können wir nicht weitermachen. Das realitätsblinde Weiter-so in der Drogenpolitik muss ein Ende haben. Wir brauchen eine ehrliche Analyse der derzeitigen Drogenpolitik und darauf aufbauend eine grundlegende Reform. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und guten Heimweg. Ich schließe die Aussprache. Blanzi, wie ist der Mustante Channel von YouTube? Station in Roller Spliff, an jetzt high zu, even if dort die Babylon, der Moin, wir fight you. Yeah, man, Blanzi, big up yourself every time. This is the